Name ist Daniele, willkommen bei Toys and Collectibles, dem Newsformat hier auf Heo Media. Unser Partner Megahaus hat vor kurzem brandneue Produkte vorgestellt und eine exklusive Auswahl zeigen wir euch heute. Also, legen wir los. Shinji, du musst jetzt keine Evangelions mehr steuern. Megahaus veröffentlicht einige neue Figuren als Teil ihrer Precious GEM-Reihe, darunter unter anderem Rei Ayanami. Die Statue trägt ihren ikonischen weißen Plugsuit und basiert auf der entscheidenden Szene gegen Ende des Films. Eigentlich kennen wir Rei ja eher mit Kurzhaarfrisur. Hier wird sie stattdessen mit hüftlangen blauen Haaren gezeigt. Dies zeigt uns, dass sie 14 lange Jahre damit verbracht hat, die legendäre Unit One zu schützen. Wir dürfen uns auch auf eine Statue von Asuka und Mari freuen. Die ehrgeizige Pilotin der Unit 2, Asuka, ist unglaublich intelligent und möchte stets beweisen, dass sie in allem die Beste ist. Das Force Child Mari genießt es, am Steuer ihres Evangelions zu sitzen und ist ebenfalls eine großartige Eva-Pilotin. Die Statue stellt die Zuneigung dar, die sie auch im Film füreinander empfinden. Weitere Details folgen in den nächsten Wochen. Sie sieht aus wie ein süßes kleines Mädchen, doch in ihr schlummert ein blutrünstiger Dämon. Aus dem Anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba bekommen wir eine wunderbare Figur als Teil der Girls-Serie Nezuko Kamado. Obwohl sie noch sehr jung aussieht, strahlt sie mit ihrem Blick eine große Selbstsicherheit aus. Megahaus liefert uns diese Statue in ihrer menschlichen Form. Sie trägt wie gewohnt ihren Knebel, den rosafarbenen Kimono und rötliche Bänder in ihrem rabenschwarzen Haar. Wird sie ihre blutige Teufelskunst ab jetzt in deinem Wohnzimmer ausüben? Die nächsten zwei Figuren stammen ebenfalls aus Demon Slayer. Sie werden Teil der kultigen Look-Up-Figurenreihe, was bedeutet, sie sind in sitzenden Positionen mit Blick nach oben posiert. Ihre süßen, großen Köpfe sind am Hals mit einem Gelenk ausgestattet, damit die Figürchen immer den Betrachter anschauen können. Zunächst hätten wir da Tengen Uzui, die Klangsäule der Demon Slayer-Truppe. Der sonst große und muskulöse Mann sieht jetzt klein und niedlich aus, doch seine weißen Haare und sein Stirnband sind unverkennbar. Dazu noch die Steinsäule der Demon Slayer, Gyomei Himejima. Seine blinden und leeren Augen blicken dir direkt in die Seele. Was ist deine Persona? Aus dem beliebten Videospiel Persona 5 Royal schließt sich der Protagonist Joker der Lucrea-Serie an. Die Figur kann entweder mit seiner Maske oder mit Jokers Gesicht gezeigt werden und ist mit Pistole und Messer ausgerüstet. Der junge Mann trägt seinen eleganten schwarzen Anzug mit schwarzem Mantel und schwarzen Schuhen. Lediglich die Handschuhe sind in leuchtendem Rot. Der Highschool-Schüler entdeckt mit seinen Freunden übernatürliche Kräfte, bekannt als die Personas, woraufhin sie eine Gruppe namens Phantomdiebe gründen. Ebenfalls aus Persona 5 ist diese Statue von Arsene der ursprünglichen Persona von Joker. Die sogenannten Personas sind eine Art Manifestierung der Persönlichkeiten der Spielcharaktere und verbessern die Fähigkeiten ihrer Nutzer. Arsene ist eine eindrucksvolle Gestalt mit gewaltigen Flügeln. Er trägt einen eleganten roten Anzug, der aus einem vergangenen Jahrhundert zu stammen scheint. Laut dem Character Designer wurde er mit einem Oldschool Vibe designt, was dank dem gewaltigen Zylinder auf seinem Kopf auch sehr gut gelungen ist. Take your heart! Wir haben jetzt noch eine etwas andere Collection für euch. Das Ochatomo Serienpaket zum Anime-Blockbuster Jujutsu Kaisen. Es enthält 6 Figürchen der beliebten Serie, welche auf Gläsern, Tassen oder auf den mitgelieferten Stands sitzen können. Mit dabei ist selbstverständlich der Hauptcharakter Yuji Itadori. An seiner Seite ist Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Kento Namami, Satoru Gojo und Sukuna. Wer wird dein Ochatomo? War in unserem Megahaus-Special etwas für euch dabei? Dann fragt den Händler eures Vertrauens. Für mehr Informationen schaut in die Videobeschreibung oder geht auf heo.com. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.